Hallo und willkommen zu einer neuen Episode Clash of Clans mit mir, dem Fred Naturlemont. Und wir wollen heute herausfinden, welche der Belagerungsmaschinen ist denn eigentlich besser, auch wenn man das eigentlich gar nicht richtig, vergleichen, aber lasst uns ein bisschen Spaß haben, lasst uns die beiden einfach mal auf Herz und Nieren testen, also zum einen den Mauervernichter und zum anderen den Kampfzeppelin. Und ich würde sagen, wir gehen mal direkt rein, greifen mal an. Ich habe natürlich eine Spezialbase gebaut. Wie soll das anders sein? Also, kurzer Cut, bis gleich. So sieht die Base erstmal aus. Ich glaube, dazwischen hier ist noch irgendwo ein Tesla versteckt. Ich habe einen Max-X-Bogen. Sie müssen natürlich zum Rathaus. Also, sie laufen, oder beziehungsweise die eine Truppe läuft, die eine Kampfmaschine, ich bin verwirrt, die eine Belagerungsmaschine fährt zum Rathaus und die andere Belagerungsmaschine fliegt. Es ist für mich auch noch ungewohnt. Wir machen das Rathaus aber erstmal an. Nein, das kriegen wir gar nicht hin. Moment. Wir müssen es mal einmal anmachen. So. Ich hab vergessen, der X-Bogen zielt hier auf den Barbaren drauf. Das war ein bisschen blöd. Also, so. Rathaus ist an. Da laufen sie alle rein. Ja, alle rein da. So, Mami, alle rein ins Haus. Und dann würde ich mal sagen, fangen wir mal an. Ich habe jetzt sowieso als erstes den Kampf der Berlin, weil ich jetzt ja die Zeit schon angefangen habe. Der müsste genau da hinfliegen. Er macht eine Bombe. Ich habe das natürlich genau so konzipiert, dass es noch schwieriger wird. Bedeutet, ihr seht das jetzt schon, da ist der zweite Tesla. Oh, wobei, der ist schon recht gut angeschlagen. Nein, der X-Bogen ist auf Boden. Nein. Hä? Habe ich den auf Boden gestellt? Müsste eigentlich auf Luft stehen. Na gut, dann machen wir das nochmal. Ich hatte gedacht, er wäre auf Boden und Luft gewesen. Okay. Ja, jetzt ist er eindeutig auf Boden und Luft. Jetzt sieht man es. Also. Okay. Probieren wir es nochmal. Ich will ja nur wissen, ob er durchkommt. Da ist nichts drin. Es sind keine Truppen in dem Kampf der Zeppelin. Es müssen keine Truppen drin sein. Du kannst ihn auch einfach so losschicken. Oh, da ist der Tesla schon. Tesla kommt hoch. Da wird irgendwo noch einer sein. Ja, da ist noch einer. Eigentlich sieht das Ding aus oben drauf wie so eine riesige Disco-Kugel. Oh, er kommt nicht durch. Oder? Wir müssen genau gucken, wie weiter kommt. Okay, er ist einfach weg. Da kommt nichts mehr raus. Er ist ganz knapp hinter dem X-Bogen runtergegangen und jetzt bin ich gespannt. Mauervernichter, wird er es schaffen, ja oder nein? Da können wir es gerne noch später ein bisschen schwerer machen. Also, kurzer Cut, bis gleich. Okay, wir wechseln mal eben durch. Nehmen jetzt den Mauervernichter, machen natürlich wieder das Rathaus eben aktiv. So, mach's kaputt. Ja, genau, alles klar, der ist jetzt gleich down, der König. Ist auch gerade mal Level 1. Und jetzt, ich bin so gespannt. Ich bin einfach jetzt so gespannt, was passieren wird. Okay. Es lief schon mal so, wie ich mir das vorgestellt hatte. Also er geht nicht auf die Mauern. Er wird genau durchfahren. Er wird einfach jetzt genau durch den Gang. Ja, er fährt genau durch den Gang. Oder? Ja. Er fährt genau durch. Ja, jetzt stellt sich ihm was in den Weg. Es passt einfach perfekt. Lol, der macht die Mauern kaputt mit. Der macht einfach die Mauern mit kaputt. Das ist übel. Au. Okay. Alles klar. Super stark, das Viech. Alter Schwede. Das ist echt das. Also, das Viech ist einfach mal richtig übel. Und es wird das Rathaus nicht kaputt machen, denn es geht ja vorher kaputt. Es geht vorher kaputt und es kommt nichts raus. Es werden ja keine Truppen rauskommen. Wenn ich jetzt draufdrücken würde und auf den grünen Knopf, das Ding wird einfach kaputt gehen. Also, ein trojanisches Pferd sozusagen, wo gar nichts drin ist. Allerdings. Ja, seht ihr? Passiert gar nichts. Es ist nichts mehr da. Es ist alles kaputt gegangen und es ist einfach eine Leere jetzt vor dem Rathaus. Hier müssen wir eben überlegen, wie wir das denn mal ein bisschen schwerer machen können, dass der Unterschied vielleicht nicht ganz so groß ist. Einen Moment, Leute. Bis gleich. Okay, ich habe jetzt noch einen Bombenturm dazwischen gesetzt, habe noch eine Kanone dazwischen gesetzt, was ja eigentlich jetzt nicht gut sein müsste für den Mauervernichter. Wir werden mal sehen. Ach komm, wir machen das Rathaus noch einmal an. Wir machen es noch einmal an und ist es schon mal am Laufen. Jetzt können wir schon mal oben setzen. So. Er ist einfach so stark. Der Mauervernichter ist mega stark. Aber allerdings muss man auch überlegen, teilweise soll es ja auch offen gehen. Also teilweise. Ja gut, das ist jetzt natürlich auch eine relativ einfach gehaltene Base. Wir könnten ja vielleicht noch ein, zwei Mauer. Genau! Wir setzen noch ein, zwei Mauerstücke dazwischen. Das wird das sein. Das wird das Entscheidende ausmachen. Nicht, dass wir da noch was zwischenbauen, was vielleicht dann jetzt nur den angreift, den Mauervernichter und den Zeppelin gar nicht. Nein, wir bauen da gleich noch eine Mauer zwischen. Wir bauen noch ein Mauerstück dazwischen. Das könnte noch einen Unterschied machen. Oh, Alter, der haut einfach alles kaputt. Ja, jetzt wird es allerdings so langsam wird es jetzt tricky für ihn. Er ist jetzt kurz vor knapp. Okay, die Kanone macht richtig gut Schaden gegen den Mauervernichter. Übel! Lauf! Roll! Schafft er nicht. Okay, alles klar. Wir bauen noch eine Mauer dazwischen.
Oder zwei. Oder drei. Okay, jetzt bin ich ja mal gespannt, ob... Ich habe jetzt Mauern dazwischen gesetzt. Dahinter ist der Tesla und hier ist natürlich auch dahinter der X-Bogen. Und jetzt bin ich mal gespannt. Was wird passieren? So, Belagerungswaffe, zack. Ich müsste trotzdem geradeaus laufen, also fahren. Ich müsste trotzdem geradeaus fahren, die Belagerungsmaschine. So. Ja, fahr weiter, fahr weiter, fahr weiter. Okay, das war schon mal ein Fehler, weil der Tesla einfach nicht weit genug weg ist. Mist. Das war blöd. Die Reichweite hat nicht gereicht, das war dumm. Hier wird sie wahrscheinlich auch nicht reichen. Wie dumm kann man sein, Fred, wie dumm kann man sein? Na, zumindest hier... Oh, da ist noch ein Tesla. Zumindest bei dem letzten. Beim letzten könnte es vielleicht nochmal was ausmachen. Der X-Bogen wird jetzt drauf schießen. Aber der braucht auch nicht lange dafür. Der Vernichter braucht nicht lange für eine Mauer. Guck euch das mal an, wie schnell das Ding einfach kaputt ist. Also ich muss das, glaube ich, nochmal ein bisschen verrücken. Und das werden wir gleich auf jeden Fall auch tun. Ah, den Bogenturm, den wollte ich nochmal testen. Genau, den Bogenturm. Oh, das wird interessant. Ja, ist schon ganz gut angeschlagen, aber bei weitem nicht genug, um da irgendwas zu machen. Ich meine, das Radius ist jetzt eh nicht angeschlagen, also ist noch nicht an, noch nicht aktiviert, das ist jetzt so egal. Also, wir probieren das nochmal aus. Bis gleich. So, okay. Also, ich habe noch einen Turm dahin gebaut, habe den einen Tester noch ein bisschen verrückt, dass der quasi, ja, schneller aktiviert wird, wenn halt der Vernichter vor der Mauer steht. So. Der Bogenturm alleine müsste schon relativ lange schon auf den Vernichter einschießen, rein theoretisch. Aber wir werden sehen. Ah, Herr Tolzrie, das dauert. Alles auch schon. Sehr gut, es hat funktioniert. Der kriegt keinen Schaden ab, der Tesla zunächst. Schießt... Oh, jetzt aber schon. Okay. Jetzt bin ich gleich mal gespannt. Wer kommt weiter? Wer kommt weiter? Ja, der Vernichter oder doch der Zeppelin. Au, down. Der Turm, jetzt ist noch der Tesla da. Dahinter ist natürlich auch noch der X-Bogen. Aber wenn er das jetzt auch schafft... Ah, das wäre ja übel. Wenn er das jetzt auch noch schaffen würde. Das sieht gut aus für den Vernichter. Es sieht sehr gut aus. Gibt's doch gar nicht. Ja, wobei er braucht ein bisschen, bis er den X-Bogen down hat. Es wird knapp. Oh, es wird richtig eng. Aber er wird es wahrscheinlich schaffen. So ganz knapp. Oh mein Gott, so ganz eben überlebt. Ah, ich hab's nicht mehr geschafft. Ich hab's nicht mehr geschafft, rechtzeitig zu aktivieren. Okay, jetzt bin ich mal gespannt. Wie weit kommt denn jetzt unter diesen Voraussetzungen unser Zeppelin? So, Zeppelin, flieg! Nein, nein, verklickt! Ich wollte ihn setzen. So, Zeppelin fliegt! Also die Mauern machen dem Zeppelin natürlich gar nichts. Allerdings... So, der Tesla... Ei, er ist durch, 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 er ist durch. Okay, er kommt nicht bis dahin. Ja gut, du musst natürlich überlegen... Es ist natürlich, wenn du insgesamt angreifst, ist es natürlich auch eine taktische Sache. Also, wo greifst du an? Was steht da vielleicht im Weg? Mit welcher Taktik greifst du an? Ich meine, es ist ja nicht unbedingt immer sinnvoll, dann in den Vernichter unbedingt die Ballons reinzupacken oder jetzt halt in den Zeppelin irgendwas... in den Zeppelin vielleicht mal ein paar Valkyren reinzupacken oder so. Das ist dir halt immer selber überlassen, wie du das machst. Also, das muss man im Endeffekt, muss man das im richtigen Spiel dann halt gucken. So war auf jeden Fall der Vernichter sehr stark. Alter, der hat viele Trefferpunkte. Muss man wirklich sagen. Und damit sind wir am Ende dieser Episode. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, lasst mal eine Bewertung da. Und dann sehen wir uns später wieder. Macht es gut, Leute. Guckt in die Beschreibung, abonniert den Kanal. Tschüss.